vergessen. Wir haben übrigens da noch eine schöne Meldung. Wir haben ja manchmal so Meldungen, die sich selbst pointieren. Also, man könnte die vielleicht mal schnell anschauen. Eine Frau hat sich von Licht und von Sonne ernährt und ist verhungert. Kein Wunder bei dem Scheisswetter von den letzten paar Wochen. Ja, ganz klar. Ja, ja, logisch. Ja. Hey, Mike, was machst du dort? Moment, stell mich nicht, ich suche gerade einen Kaffee. Hey, was soll das? Ja, neuerdings kannst du eben den Kaffee über den Augenkanal einführen und das fährt ein bisschen schneller rein. Das nennt sich Eyeballing. Wow. Aha, und das wird mit Kaffee gemacht? Kannst du mit allem machen, kannst auch mit Hochprozentigen machen und wirst wahnsinnig schnell betrunken. Mit Alkohol? Ja. Komm, Mike, da hat also irgendein Besoffener einmal den Alk in seine falsche Körperöffnung geschüttet und dann ist es ein Trend. So ist es. Willst du den Zucker direkt ins Ohr oder in den Kaffee? Los, Mike, ja. Sorry! Nochmal. Kehrt ihr auch immer die Dienste ab? Die kehren wir auch immer ab. Das Fernsehen hat wieder investiert da in neue Computer. Da. Nein, gut, okay. Nein, also, jetzt kommen wir noch mal zu dem Thema zurück. Ist es denn jetzt wirklich möglich, dass Eyeballing, das gilt für alle Körperöffnungen? Alle, wirklich alle? Ja. Das alle, wo man kennt, so lange läuft. Ah, ja. Also, da sagt man ja auch, das Auge trinkt mit, oder? Jetzt in dem absolut, und das hat den Vorteil, du musst nachher nicht kotzen, du grennst einfach. Ja. Ah, natürlich, ja, super, ja. Also, ich nehme an, dass man das, der Alk ins Auge tut. Das Vorbild, das ist doch aus dem Sport. Da gibt es doch viel solche, oder? Die haben doch das erfunden. Gut, da muss man aufpassen, dass man richtig ins Auge trifft, oder? Es kann natürlich. Das ist mehr Hairballing, oder? Aber das fährt weniger rein. Habe ich gehört sagen, weiß ich natürlich auch nicht. Dann gibt es natürlich jetzt auch gewisse Alkoholtests, aber die sind nicht mehr beim Arzt, sondern beim Optiker. Ja. Nehme ich jetzt da, oder? Also ich kann mir es nicht anders vorstellen. Und dann ist es für den Bund sehr lukrativ, weil die können Alkoholsteuer auf ganz neue Produkte jetzt erheben, oder? Das ist für den Bund natürlich ein gewisser Vorteil. Das ist eine neue Einnahmequelle. Ich glaube, ich versuche das heute nach der Sendung, wenn wir im Kaufleuten essen, versuche ich mal Schnitzel Bonfrit über den Nasenkanal. Weil die schlechten Fettsäuren hängen dann nicht so. Nein, das wollen wir, glaube ich, alle gar nicht wissen. Gar nicht wissen. Ja. Gut.